Hallo Leute, herzlich willkommen zu den täglichen Herausforderungen vom Montag, dem 30.11. Wir dürfen heute blaue Sonnenbarsche fangen, Distanz mit einem Truppmitglied reiten, zurücklegen, ganze Tierkadaver verkaufen, also nicht spenden an Krebs, sondern verkaufen. Gewürztes Krabbenfleisch muss gekocht werden einmal, Selbstporträt machen einmal, Spieler in Freeroom-Events mit einem Revolver töten und Wettkampf größter Fang einmal abschließen. Bei den rollenspezifischen Herausforderungen müssen wir unter anderem Proben von Sumpftieren nehmen und das kann man wunderbar mit dem Krabbenfleisch verknüpfen, weil das findet man alles an einem Ort und ich zeige euch, wo man da auch noch den blauen Sonnenbarsch findet. Für das Krabbenfleisch, den blauen Sonnenbarsch und die Proben der Sumpftiere habe ich mich zu den Inseln von Rhodes begeben, also bei Rhodes. Und das ist hier die kürzeste Distanz, die man zurücklegen kann, um auf die Inseln zu kommen. Diese kleine Insel, auf der ist eigentlich nichts Besonderes. Da ist vielleicht mal ein Fuchs, aber das ist hier die kürzeste Distanz. Und wer ein Pferd hat, was noch nicht so gut ausgebildet ist, den empfehle ich vorher Pferdestimulanz einzuwerfen oder besser gesagt Spritze zu geben. So, das ist hier die Ostküste der größten Insel und hier könnt ihr krabbeln, aber auch grüne Leguane finden. So, das ist jetzt die Ostküste. Das war die Location von meiner ersten Krabbe heute früh. Und das ist die größte Insel bei Rhodes. Das ist eine andere Krabben-Location. Und zwar ist das bei Plainview Rio Bravo. Dort könnt ihr auch Krabben finden, aber halt keine Sumpftiere. Das ist wieder eine andere Sache. Aber diese Location wollte ich euch nicht vorenthalten mit den Krabben. Und das ist hier mein erster Leguan heute. Der ist schon betäubt und der fällt jetzt da ins Wasser. Und von dem wird jetzt eine Probe genommen. Leguane findet man auf der größten Insel zur Genüge. Und hier, wo diese Location ist, findet ihr auch noch Krabben. Also das wäre dann auch kein Problem an dieser Location oder ein bisschen weiter nördlich von dieser Bucht kann man auch Krabben finden. Das sollte kein Problem sein. Und dann habe ich die Angel ausgepackt, einfach mal spekuliert, ob hier blaue Sonnenbarsche sind. Und was soll ich euch sagen? Der zweite Fisch war ein blauer Sonnenbarsch. Bitte nehmt Käseköder, so steht es auch in der Beschreibung drin. Er beißt aber auch auf Brot. Habe ich in anderen Videos auch drin, aber Käseköder ist das Beste. Also blauer Sonnenbarsch auch in dieser Bucht vorhanden, bei der größten Insel bei Rhodes. So, und dann habe ich natürlich drei Leguane geschossen und die Proben genommen. Also besser, ich sage immer schießen, ja, ist so drin. Also betäubt und dann die Proben genommen und drei von drei waren dann voll hier auf der größten Insel. Sollte mal kein Problem sein. Und ich zeige euch noch diese andere Leguan-Location. Und ich packe euch natürlich die Leguan-Videos mit hinten ans Video dran und die Krabben müsst ihr natürlich vorher zerlegen und dazu geht ihr einfach in eurer Tasche auf die Krabben drauf und dann seht ihr schon unten rechts steht zerlegen, diesen Button drückt ihr und dann wird die Krabbe in Krabbenfleisch zerlegt und dann könnt ihr es natürlich am Lagerfeuer mit Oregano, Ackerminze oder Thymian brutzeln. So, und zum Schluss des Videos machen wir uns noch ein schönes Selbstporträt. Das war's schon gewesen für heute. Ich sag ciao. Viel Spaß noch heute.